In einer toxischen Beziehung zu sein, ist ja schon Strafe genug. Was das Ganze dann noch schlimmer macht, sind Fehler. Fehler, die du selber dann noch zusätzlich produzierst und die dir das Leben noch zusätzlich schwer machen. Welche Fehler das sind, schauen wir uns nach dem Intro mal genauer an. Ja, das Tragische an einer toxischen Beziehung ist ja, wenn du dich als empathischer Mensch, als Mensch, der es ehrlich meint, wenn du dich in diese Beziehung hineinbegibst, weißt du ja erst einmal überhaupt nicht, mit was oder mit wem du es da zu tun hast. Du gehst mit den ehrlichsten Absichten da rein und dazu gehört es natürlich auch einmal, sich in den anderen hinein zu versetzen, so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Aber genau diese Eigenschaft wird ja in einer toxischen Beziehung geradezu zum Verhängnis. Warum, das schauen wir uns gleich an. In einer gesunden Beziehung schaut es doch zunächst einmal so aus. Wenn du zu deinem Partner sagst, du hast mich verletzt mit dem, was du da gesagt oder mit dem, was du da gemacht hast, dann erwartest du von deinem emotional gesunden Partner zu Recht, dass er sagt, lass mich mal überlegen, ja, okay, hast recht, könnte tatsächlich sein, dass ich da nicht richtig gehandelt habe. So oder so ähnlich könnte eine Auseinandersetzung mit einem emotionalen gesunden Partner aussehen. Genauso umgekehrt, wenn dein emotional gesunder Partner dir sagt, du hast mich verletzt mit dem, was du gesagt oder getan hast, dann gehst du automatisch in dich und sagst, stimmt, also ich glaube, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. So oder so ähnlich könnte es tatsächlich in einer gesunden Beziehung ausschauen. In einer toxischen Beziehung sieht die Sache wiederum ganz anders aus. Auch in einer toxischen Beziehung gibt es diese zwei Szenarien. Also Szenario Nummer 1, du sagst deinem toxischen Partner, du hast mich verletzt mit dem, was du da gesagt hast. Und das Einzige, was du ernten wirst, ist Unverständnis, großes Augenrollen. Was? Ich? Ich soll dich verletzt haben? Fass dir doch mal an deine eigene Nase. So oder so ähnlich könnte es dann mit einem toxischen Partner aussehen. Was ist das? Das ist Gaslighting und Schuldumkehr. Das ist das, womit du rechnen musst, wenn du mit einem toxischen Partner zu tun hast. Und das Tragische an dieser Geschichte ist ja, du weißt es ja nicht, mit wem oder was du es hier zu tun hast. Und du denkst, naja, okay, ich habe es ihm vielleicht nicht genügend anständig genug und verständnisvoll erklärt und du legst nochmal eine Schippe nach und gibst jetzt so richtig Gas und versuchst nochmal zu erklären. Und das Ganze endet da, wo es enden muss, in kompletter Ratlosigkeit, was jetzt eigentlich los ist. Und das End vom Lied wird dann tatsächlich sein, dass höchstwahrscheinlich du derjenige sein wirst, der dann an sich zweifelt und sagst, naja, okay, also vielleicht habe ich da doch ein bisschen übertrieben und vielleicht war ich doch ein bisschen ja, zu unentspannt, wie mir mein Partner das eben gerade versucht hat zu erklären. Er meint es ja nur gut mit dir. Ja, und da kann man nur sagen, Applaus, Applaus, ja, Meister der Manipulation, der Narzisst hat es wieder einmal geschafft, zu gaslighten oder Schuldumkehr zu betreiben. Und genauso das umgekehrte Szenario, es kann ja auch passieren, dass der Narzisst dir sagt, also was du jetzt da gemacht hast, das geht ja überhaupt nicht. Und du fängst an, oh ja, was könnte jetzt an mir falsch sein? Was könnte jetzt mit mir nicht stimmen? Vielleicht bin ich ja wirklich derjenige, der so komplett falsch liegt. Das ist das, was du machst, weil du bist daran gewöhnt, gesunde, emotional gesunde Auseinandersetzungen zu führen. Du rechnest nicht damit, dass du manipuliert wirst, dass du kontrolliert wirst und dass hier ein Spiel gespielt wird, welches du überhaupt nicht kennst. Und dieses Spiel heißt, um es mal ganz einfach und deutlich zu formulieren, ich verarsch dich. Und du merkst es noch nicht einmal, weil ich bin so clever und so gerissen, dass du es nicht merkst. Und anschließend, wenn ich dich verarscht habe und du dich so richtig schlecht fühlst, dann sage ich dir auch noch, du bist schuld daran, dass du dich jetzt so schlecht fühlst. Und damit sind wir jetzt auch bei Fehler Nummer 1, den du machen kannst. Verfall nicht in den Rechtfertigungsmodus. Wenn du in den Rechtfertigungsmodus verfällst, machst du ja genau das, worauf es dem Narzissten ankommt. Er ist dann da oben, du bist da unten und er weiß, er kann dich jetzt zappeln lassen. Er ist derjenige, der weiß, er kann dich jetzt am ausgestreckten Arm verhungern lassen und du strampelst dich ab und versuchst zu erklären und zu erklären und zu erklären.
Und du hast keine Erklärung für dieses Verhalten, weil du hast schlichtweg keine Ahnung von Gaslighting und von Schuldumkehr. Und von Narzissmus hast du ebenfalls keine Ahnung. Und dann stehst du da und denkst, Mensch, also ich habe jetzt so gut erklärt. Wo ist jetzt da das Problem? Ja, und du fragst dich, Mensch, was könnte ich noch machen, ihm mein Anliegen noch besser verständlich zu machen? Ja, und du strampelst dich ab und du strampelst dich ab. Und damit kommen wir dann auch schon zum Fehler Nummer 2, den du in einer toxischen Beziehung machen kannst. Du bist vielleicht schon ein wenig aufgeweicht durch ständige Entwertung, durch Manipulation und ja, dein Selbstbewusstsein und deine Selbstachtung ist schon ein wenig geschwunden. Und dann fängst du an, dich zu fragen, naja, okay, also ich traue mir nicht mehr so richtig über den Weg und vielleicht sollte ich mir eine andere Meinung einholen. Und dann gehst du los und dann fragst du Freund A und Freund B, weil du bist ja so richtig ratlos. Und das ist ja das Normalste auf der Welt, wenn man ratlos ist, sich einen Rat einzuholen. Aber die Sache hat einen Haken, weil fragst du Freund A, wirst du eine Meinung hören. Fragst du Freund B, wirst du eine andere Meinung hören. Und anschließend hast du 5 Leute gefragt und 8 Meinungen präsentiert bekommen und bist verwirrter denn je. Und das ist das, was ich dir mit diesem Beispiel mitgeben möchte. Mach dir klar, es kommt nur auf deine Sichtweise an. Es kommt nur auf dein Bauchgefühl an. Wir sind so unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen Wertvorstellungen. Mach dir klar, es kommt nur auf deine Sichtweise, auf dein Bauchgefühl an. Wenn du deinem Bauchgefühl traust, dann ist alles in Ordnung. Dann bist du in deiner Mitte und dann hast du es nicht mehr nötig, andere Menschen um Rat zu fragen, wie du dich jetzt in dieser bestimmten Situation mit deinem toxischen Partner verhalten sollst. Als drittes möchte ich dir mitgeben, meide den Gedanken, was Besseres kommt doch sowieso nicht nach. Wenn du so denkst, dann bescheidest du dich, dann stellst du dein Licht unter den Scheffel und machst dich unnötig klein. Und ja, natürlich, wenn du dich so klein machst, dann wirst du dir die Chance nehmen, dass was Besseres nachkommt. Gibst du dir die Möglichkeit, gibst du dir die Freiheit zu sagen, ich möchte etwas Besseres, ich möchte mich nicht mehr schlecht fühlen, ich möchte nicht mehr entwertet werden. Gibst du dir diese Freiheit, dann machst du es genauso wie die Bremer Stadtmusikanten, die ja ein elendiges Dasein gefristet haben und dann zu sich gesagt haben, etwas Besseres als hier finden wir allemal. Und genauso ist es mit dem Satz, Träume sind Zeitverschwendung. Auch hier gilt, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Träume sind dazu da, realisiert zu werden. Es gibt diesen blöden Spruch, den kennt ihr alle, träume nicht dein Leben, lebe dein Traum. Ja, genau das ist es, worauf es ankommt. Dann ist der Spruch auch nicht mehr so blöd, wenn man ihn wirklich mal genauer anschaut. Macht es, lebt euren Traum. Und dann möchte ich dir mitgeben, meide den Gedanken, morgen wird alles besser. Wenn ich mal groß bin, dann werde ich. Wenn ich mal alt bin, dann werde ich. Wenn ich mal genügend Geld habe, dann werde ich. Wenn du in diesen Kategorien denkst, dann zerrinnt dir dein Leben geradezu zwischen den Fingern. Und nach 30 oder 40 oder 50 Jahren fragst du dich, naja, okay, was ist jetzt eigentlich aus meinem Leben geworden? Und dann ist es so wie in dem Song von Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Und als letzten Rat möchte ich dir mitgeben, schiebe wichtige Entscheidungen nicht hinaus. Das ist so Hoffen darauf, dass irgendwann vielleicht doch wieder etwas besser wird. Nein, wenn wichtige Entscheidungen gefällt werden müssen, dann fäll sie. Geh in dich. Und wenn du nicht weißt, was die richtige Entscheidung ist, das kann ja auch mal sein, dann führe ein Tagebuch. Das empfehle ich meinen Klienten immer wieder, wenn sie nicht wissen, bin ich jetzt in einer toxischen Beziehung oder nicht, bin ich jetzt vielleicht der Narzisst, dann sage ich zu diesen Menschen, komm, setz dich hin und führ mal ein Tagebuch über 30 Tage. Mach deine Pros und mach deine Kontras und dann am Ende von diesen 30 Tagen ziehst du einmal eine Bilanz. Und dann kannst du entscheiden, wie es weitergeht. Dann hast du einen deutlichen und klaren Blick auf das, was kommen könnte, wenn du dann bereit bist, diese Entscheidung zu fällen. So, ihr Lieben, das war jetzt so ein ganz kurzes Video über die Fehler, die man machen kann. Diese Fehler, die beschränken sich nicht nur auf eine toxische Beziehung. Diese Fehler, die kannst du am Arbeitsplatz machen, die kannst du im Freundeskreis machen, wo auch immer. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.